Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview von der Nürnberg, dem Tier 6 Kreuzer der Deutschen. Und ich würde euch gerne ein, zwei Sätze zu diesem Schiff sagen. Nürnberg war der leichte Kreuzer, damals der modernste 6000 Tonnen Kreuzer, den die deutsche Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg hatte. Er gehörte zur Leipzig-Klasse, also namensgebend hier nicht dieses Schiff, sondern eben die Leipzig. Die Nürnberg und das Schwesterschiff, die Leipzig, unterschieden sich von der Königsklasse äußerlich durch einen Turm lediglich. Die Königsberg, eben hier auch im Spiel Tier 5, hatte nämlich zwei Schornsteine. Und eben am Heck sind die beiden Drillingstürme hintereinander versetzt. Bei der Königsberg, zeige ich euch einfach mal, sind sie eben seitlich versetzt, wie man hier gut sieht. Und eben die Schornsteine zwei an das Stück. So, was ist noch zu sagen? Von dem 26. bis zum 29. Mai fuhr das Schiff zusammen mit mehreren Minensuchbooten, dem schweren Kreuzer Prinz Eugen und den britischen Kreuzern Devonshire und Dido nach Wilhelmshaven. Dort wurden 500 Mitglieder der Besatzung in britische Kriegsgefangenschaft genommen. Und das Schiff ging als Reparationszahlung an das sowjetische Militär, wobei auch 250 Besatzungsmitglieder dieses Schiff in die Sowjetunion überführt haben. Das Schiff selber hat einen Stapellauf gehabt am 8. Dezember 1934. Die Indienststellung war dann am 2. November 1935, also gerade mal ein Jahr später, wurde 1961 abgefragt. Die Länge beträgt 181 Meter und die Breite sind 16,3. Tiefgang maximal 5,74 Meter, die Verdrängung maximal 9040 Tonnen und die Besatzung hat zwischen 673 und 896 Mann variiert. Angegeben war das Schiff mit einer Endgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit von 32,3 Knoten im wahren Leben wie auch im Spiel. Und hatte 78.475 PS. Hier im Spiel hat sie da etwas weniger, aber die Endgeschwindigkeit ist die gleiche. Dann zu den Spielzahlen und Daten. Trefferpunkte 27.000. Wir haben eine Panzerung von 13 bis 50 mm. Die Hauptbatterie eben 3x3, wobei ein Turm vorne und die anderen beiden, wie schon gesehen, hinten. 4x3 Torpedowerfer, also an jeder Seite zwei Stück. Wie man sieht, das heißt auf einer Seite maximal 6 Torpedos. Was ist noch zu sagen? Wir haben die Höchstgeschwindigkeit von 32,3 Knoten schon gesehen. Der Wendekreisradius beträgt 720 Meter. Die Ruderstellzeit 7,6 Sekunden. Oberflächensichtbarkeit bei 12,6 Kilometer oder aus der Luft bei 6,9 Kilometer. Und die Flugabwehr, sehen wir, die ist sehr überschaubar, würde ich es sie mal nennen. Also da gibt es wirklich definitiv bessere. Ich fahre hier auch nochmal drüber, den mittleren Schaden zu zeigen. 10 Schaden bei 1,5, 10 Schaden bei 1,5 Kilometer, 40 bei 3 und 12 bei 5 Kilometer. Also wirklich sehr, sehr, sehr überschaubar. Nun aber genug vom Schiff und seinen Äußerlichkeiten. Nun schauen wir uns doch mal die Pendants dazu an. Natürlich müssen wir die Nürnberg mit der Ober und der Cleveland vergleichen, den Stufe 6 Kreuzer-Pendants der anderen Nationen eben. Wie gesagt, auch hier ist es wieder so, die Ober und die Cleveland sind Stock bei den Bildern, die Nürnberg ist Elite, deswegen auch hier erkläre ich ein bisschen was dazu. Die Trefferpunkte, da ist die Nürnberg ganz klar die schwächste mit 27.000. Die Aoba hat 30.500 und die Cleveland sogar 35.200. Außerdem hat die Nürnberg auch die deutlich schwächste Panzerung von allen. Von dem her, da müsst ihr auch mal wieder ganz klar mit eurer Reichweite spielen. Denn die Reichweite ist mal wieder der große Pluspunkt der Deutschen mit 16,5 Kilometer. Deutlich weiter, die Cleveland endet bei 14,6, die Aoba bei 14,9. Ansonsten die Artillerie, sehen wir sonst von den Werten, ist
auch gegen ihren Stock-Pendants schon schlechter als die Aoba und die Cleveland. Die haben schon da bessere Werte und das eben in Basisausführung. Also von dem her, ein direkter Shootout ist nicht anzuraten. Wie gesagt, Reichweite steht da über allem. Torpedos, da haben wir den besten Wert. Wobei auch hier ist es wieder so, bei der Aoba ist es der Basiswert. Die 6 Kilometer haben wir, die Aoba schafft ganze 10 Kilometer Reichweite. Und bei der Flugabwehr ist es auch so, da sind wir hier leider die schlechtesten. Die Flugabwehr sind bei uns den Wert von 25. Die Cleveland hat 35 und die Aoba hat sogar 40. Also von dem her, da können die anderen deutlich mehr. Ebenfalls etwas langsamer sind wir mit 32,3 Knoten, die Cleveland da etwas schneller mit 32,9 und die Aoba deutlich am schnellsten mit 34,9. Der Wendekreis sind wir die weitesten mit 720, danach kommt die Aoba mit 710 und die Cleveland dreht am schnellsten oder beziehungsweise hat den kleinsten Wendekreis mit 660 Metern. Ruderstellzeit, da sind wir allerdings die schnellsten, 7,6 zu 8,4 bei der Aoba und sogar 9,3 bei der Cleveland. Und ebenfalls bei der Verborgenheit können wir punkten. Wir sind hier mit 56 auf Platz 2, lediglich die Aoba mit 58 ist knapp vor uns, aber die Cleveland können wir zurücklassen. Wie sich diese Zahlen, Daten und Fakten nun im Spiel anfühlen, würde ich sagen, sehen wir uns am besten im Gameplay an. So, da sind wir also auch im Gefecht, haben im Matchmaking bisschen Pech gehabt, weil wir sehen, wir sind hier mit unserer Tier 6 Nürnberg Low Tier. 7 und 8 dominiert hier. Von dem her mal schauen, was wir so ausrichten können. Auf jeden Fall ist hier angesagt, nicht als erster reinzustürmen, sondern ein bisschen mit Bedacht von hinten reinhalten, weil dafür ist sie auf jeden Fall mit ihren 16,4 Kilometer Reichweite sehr gut geeignet. Und wir sehen hier mal das Schiff. Wirklich sehr schön. Vorne mit den einen Turm, hinten mit den zweien. Gerade bei einer Wegfahrt und einer Verfolgungsjagd könnt ihr da den Gegner gut mit ärgern. Weil wenn er euch hinterherfährt und ihr habt immer zwei Türme zur Verfügung, ist das schon super. Unsere beiden Zerstörer fahren da mal rüber. Bin ich sehr gespannt, was die denn da erreichen können. Da drüben ist schon die erste, die North Carolina. Für uns allerdings zu weit weg, dementsprechend keine Chance. Einfach mal hier weiterfahren. Wie gesagt, nach wie vor, ihr seid hier, oder ich bin jetzt in dem Fall, nicht dafür da, insane auf den Gegner drauf zu heizen. Dafür haben wir ganz andere Dinger bei uns. Weil eine Tirpitz mit 70.000 Hitpoints und eine North Carolina mit 66.000, das ist alles jetzt nicht, was sich jetzt für uns als First Target oder als Number One Target eignet. Natürlich schießen, wenn es drauf geht, ganz klar. Da gab es schon die ersten Hits. Auf die North Carolina. Da kann man jetzt mal guten Gewissens drauf schießen. Nun ist er aber weg. Und dementsprechend die Chance vorbei. Da kommt jetzt eine Miyoko. Aber auch Tier 7. Auch nochmal ein Pfund. Und auch die hier zu. Da ist jetzt der Rauch von der Fubuki für verantwortlich. Ich bin entdeckt. Das ist sehr spannend.
Da ist sie wieder. Leider alle gerade so nicht gut am Treffen. So ein bisschen was. Aber nicht gut genug für einen schönen Zitadellentreffer leider. Hat jetzt auch hier, glaube ich, genug von der Mitte. Weil da ist er natürlich schon sehr stark im Fokus der Gegner. Wie von mir natürlich auch. Man sieht, jetzt ist er auch schon fast zerstört. Und weg ist er. Also da sollte man vielleicht nicht unbedingt hinfahren. Und ich ergänze einfach mal praktisch das Team von hinten. Ist das Sinnvollste, was ich aktuell tun kann. Da kommt der Zerstörer, die Benson. Tier 8 Zerstörer. Da kommen die Torpedos. Mal schauen. Schaut nämlich gut aus. Ja, da war es um die Benson geschehen. Macht mein Team da vorne ganz gut, muss man ihn lassen. Jetzt habe ich leider hier das Schicksal, dass ich gleich so auf die Schlachtschiffe treffe, dass die auf mich schießen können. Und das auch in der Form, dass sie wahrscheinlich gut treffen könnten. Aber nichtsdestotrotz, wir halten natürlich drauf, ganz klar. Aufgeben ist einfach mal nicht. Und endlich brennt er auch. So, jetzt hat er sich für uns als Ziel entschieden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen gewagt, was ich da mache, ohne Frage. Aber ansonsten, ich verstehe noch nicht, warum die Tirpitz so gar nicht schießt. So, jetzt hat er sich zumindest mal für ein anderes Ziel entschieden. Das finden wir gut. Aber ihr seht natürlich auch, dass ich schon eigentlich ganz vernünftig treffe. Oder zumindest auch von der Anzahl. Aber mit dem Schaden, es ist halt einfach so, HE-Geschosse. Wow. Da kommt der Berg. Sind jetzt nicht so der Favorit. Aber mein Team macht es hier sehr, sehr ordentlich. Aber nichtsdestotrotz. Ein bisschen Schaden kommt rum.
Jetzt gut ausgewichen an der Stelle. Und da ist die nächste North Carolina. Scheinen Ausverkaufstage zu sein. Aber sie hält halt einfach auch nicht so viel aus. Also, wenn da mal Schaden rumkommt, beziehungsweise wenn ein Hit ankommt, dann macht schon, dann rappelt es im Karton. Aruba wäre jetzt eigentlich ein schönes Ziel. Jetzt müssen wir den Cap verteidigen. Aber ich will eigentlich auch nicht zu nah ranfahren. Weil da geht es natürlich dann auch ganz schnell weg mit mir. So, die North Carolina, die schaut jetzt gerade nicht auf mich, deswegen kann ich hier die cappen. Und ihr seht, ein Schuss kommt an. Also Citadel wird man sehr schnell mit dem Schiff. Und nochmal ein ordentlicher Treffer. Also das ist wirklich was. Also man ist unglaublich weich. Deswegen hier jetzt versuchen, was so geht. Aber wir haben gekappt und dementsprechend haben wir gewonnen. Und haben uns hier in der Mitte des Teams platzieren können. Was haben wir gemacht? 30, 40, 47.000 Schaden. Ist okay. Zwar natürlich jetzt nicht so viel, dass man sagt, davon wird man jetzt berühmt und berüchtigt. Allerdings hat man ganz gut gesehen, weil unglaublich gut die Schussfrequenz ist, wie schnell und wie gerne sie aber auch Hits abbekommen kann und auch da dementsprechend viel Schaden. Weil das ist mir schon häufiger passiert. Also das müsstet ihr oder das werdet ihr dann auch selber kennenlernen. Aber unterm Strich finde ich das Schiff trotzdem sehr gut. Man muss sie nur dementsprechend spielen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.